Willkommen, liebe Zuschauer. Wir sind verabredet. Manche sagen, er wäre ein enfant terrible. Einige sagen auch, er hat seinen Kopf für sich. Einige sagen auch, er ist ein richtig guter Springer. Er zeigt es aber nicht immer. Aber er ist ganz einfach eine Type. Janne Damian, schön, dass du da bist. Danke. Janne, manchmal ist das schwer nachvollziehbar, was du so machst. Zu Beginn der Saison in Wismar warst du nicht am Start. Nein. Lag aber nicht an dir. Nein, ich war heute Sommer in B-Mannschaft und er war so entschieden, dass ich gehe nicht nach Wismar. Okay, und dann hast du dich gerecht. Die Rache ist mein, sprach der Herr. Dann hast du in Ruka oder Kuusamo, sag ehrlich, es war auch für dich überraschend, dass du gewonnen hast. Ja, natürlich. Das war total eine Überraschung für mich. Aber ich weiß, dass ich springe gut, dass mein Niveau okay ist, aber ich weiß nicht, wo bin ich im Weltcup. Yeah. Und im Ruka, ich liebe die Ruka-Schanze. Yeah. Jetzt mit der neuen Anlaufspur, alles ist perfekt. Und ich hatte viel Spaß dort und ich habe gewonnen. Aber Damian, das war ja kein Zufall, denn du hast ja danach auch sehr gute Sprünge gemacht. Du bist unter dem Strich der beste Slowene und das ist doch eine kleine Überraschung. Ja und nein. Warum nein? Ich habe durch Sommer alle anderen Slowene-Junge gesehen und die Niveau war nicht so gut. Beim Lanišek sehr im Sommer. Aber jetzt am Ende am Eisspur im Oberstdorf und das war so. Aber Wettkampf ist etwas total anderes immer. Janne, ein Trainer hat es nicht immer leicht mit dir, aber du hast es auch nicht immer leicht mit deinem Trainer, ist das richtig? Ja, das ist richtig, aber ich muss sagen, dass der beste Boss ist nicht immer die Verbandstrainer oder was? Der Cheftrainer. The kindest. Ja, wie sagt man? Der beste Boss ist nicht die, if I translate to English, kindest boss. He is not kind, he has to be strict. So. Ich verstehe was du sagen möchtest, aber das entspricht auch deinem Naturell. Du bist irgendwo ein Einzelgänger. Ja, ich bin immer ein Einzelgänger. Ich habe nur mein Kopf ist der Kopf, dass ich trust. Du weißt, was du willst, was ich du weiß, machen willst. Ich will und ich mache, was ich mache. Und hast du? Mit Skispringen ist immer so. Ja. Ich bin nur ich am Start. Ja. Es gibt kein Team. Ja, ja, ja. Immer. Okay, wir springen im Team-Event. Ein Team ist 1+1+1+1+1. So. Ja, ja, und ja. Ich bin immer allein. Ich mache alles so, dass ich weiß, dass das für mich die Beste ist. Ja. Jetzt gibt es außerhalb Sloweniens, auch unter Journalisten, sagt man, du hast mit deinem Sieg dem Trainer, dem Verbandstrainer, dem Cheftrainer erstmal ein bisschen Luft gegeben. Ansonsten. Ja, das ist immer so. Wann geht es nicht? Es ist schwer für die Trainer. Auch für die Springer, aber ein bisschen weniger wie für einen Trainer. So, ich bin lustig, dass jetzt alle Springer springen ein bisschen leichter. Jetzt, ja. Wir ja. gehen auch ja. im Team-Event höher. Gestern vierte, zum Erst sechste, dann fünfte, jetzt vierte und. Ja. Und auch wir sind lustig, immer in die Kabine und das ist sehr wichtig. Man hat vor einem Jahr, zumindest die Priots-Brüder haben gesagt, okay, bei Olympia, Domen, Zähne und Peter, drei Priots-Brüder springen bei Olympia. So schnell geht das alles. Ich weiß nicht, ob Domen ein bisschen gewachsen ist und ob er ein Kilo zugenommen hat, aber jedenfalls geht ja gar nichts bei ihm und bei Zähne auch nicht. Und bei Peter, es geht einigermaßen. Was ist da los? Ja, das weiß ich nicht, was ist da los, aber das ist Skispringer. Diese Linie am Top ist so klein. Sie kann nur einen kleinen Fehler machen und sie verfehlen nach unten schnell. Aber ich frage dich ja absichtlich, Domen
war ja ein Senkrechtstarter. Der hatte ja im vergangenen Jahr schon 2 oder 3 Springen gewonnen am Anfang. Und wenn man so ein Senkrechtstarter ist, kann es natürlich passieren, dass man auch schnell herunterfällt. Ja, das ist natürlich richtig. Aber ich glaube, dass im Skispringen, wann du trainierst, vom Anfang bis Ende, es geht so. Zum Erst muss alles sehr simpel sein. Einfach, ja. Sehr einfach. Ja. Alles sehr einfach. Ja. Und dann musst du komplizieren. Ja. Ja. Und am Ende, wenn du im Weltcup kommst, muss alles noch einmal sehr einfach sein. Obwohl die Spannung und alles ist so groß. Damian, Grau, mein Freund, ist alle Theorie. Das hört sich alles so gut an. Aber in der Praxis ist das wahrscheinlich so schwer umzusetzen. Hast du deinen Stil im Laufe der Jahre, hast du etwas verändert oder bist du der Damian, der es auch vor 5 Jahren war? Nein, ich bin 5 Jahre älter jetzt. Okay, ja, das sieht man zwar nicht, aber okay. Ja, na, ich denke jetzt so, wie ich habe gesagt, dass du musst gar nichts komplizieren, nur diese einfach Stellungen an die Schanze machen, nicht wie so ein bisschen und so, nein. Nur die einfachste und dann geht es alles. Aber das hört sich so gut an, aber ich glaube dir das nur bedingt, weil du bist auch sehr ehrgeizig. Zu viel. Und ich muss mich mir ein bisschen so zurück. Ah, das macht doch deine Familie. Das macht Familie, ja. Yes. Und alles anders. Die Leben ist nicht nur Skispringen. Du musst die große Bildung sehen. Gut, Bilder. Gut, dann danke ich dir für den Ball. Ich fange ihn gleich auf. Was ist, wenn Damian mal nicht mehr springt? Irgendwann habe ich gelesen, ich will nicht auf der Straße stehen und den Verkehr regeln als Polizist. Nein. Das mache ich nicht. In diesem Jahr habe ich mit meinem Sponsor ein bisschen gearbeitet, begonnen. Und dann du dieses Gefühl bekommen, was meinst du, dass du in einem Büro sitzt und macht etwas mit einem Team und so. Daran hast du dich schon gewöhnt? Ja. Interessant. Kann ich mir schlecht vorstellen, aber gut. Ja. Ein Mann so voller Dynamik und voller Esprit, und der kaum stillsitzen kann. Du bist ja hyperaktiv eigentlich. Ja, immer bin ich hyperaktiv. Und eine andere Sache, die ich in diesem Sommer gemacht habe, war das, dass vorher war immer Skispringen und dann etwas alles anderes. Hm? In diesem Sommer war zum Erst Familie, ja, dann meine Arbeit, ja, und dann Skispringen. Das könnte. Aber ich habe alles gemacht. Ja. Ja. Das war nicht so. Warte, ich muss nachfragen. Heißt das, dass du weniger trainiert hast? Nein. Das wollte ich sagen. Nur für Kopf. Nur für Kopf. Ah ja. Ja. Was ist die Wichtigste? Ja. Und dann, wenn du am Schanze kommst, du bist sehr leicht im Kopf. Mhm. Oder wenn im Skispringen Probleme kommen, denkst du an andere Sachen. Mhm. Und für mich, das geht. Niki ist deine Tochter? Mhm. Ja. Wie alt ist sie? 3,5. Und ihr könnt schon miteinander telefonieren? Ja, natürlich. Und hat sie manchmal ein bisschen Angst um den Papa? Nein. Nein? Und deine Frau? Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr, ja. Aber es gibt Familienfrieden. Du kannst so lange springen, wie du möchtest. Ja, natürlich. Das heißt also, nach Olympia ist auch noch nicht Schluss. Nein. Für mich, ich habe das gesagt, dass für mich Schluss ist, wenn ich mein Herz sagt Schluss, dann mache ich Schluss. Wollen wir mal ein Paar springen machen, ein Team springen, Kasai und Damian? Mache ich das immer. Kasai ist ein sehr guter Mann, und ich rede mit er. Mit ihm? Mit ihm. Aber ja, das ist schwer. Schwer. Kein Deutsch, Englisch auch nicht so richtig. Und dein Englisch geht. Geht, ja? Ja, mit Kasai, ja. Und dein Japanisch ist, glaube ich, auch nicht so gut. Nein. Kein Japanisch für mich. Ja, nee. Diese Saison,
Du hast deinen zweiten Weltcupsieg, der erste war, glaube ich, 2014, kann das sein? Ja, jetzt in Ruka. Das heißt also, es ist schon mal eigentlich sehr viel erreicht. Was soll noch kommen in diesem Winter? Puh, weiß ich nicht. Das ist aber typisch jetzt für dich, diese Grundhaltung. Ich werde sehen. Mhm. Es kommt so, wie es kommt. Es kommt, ja? Genauso. Ja. Es gibt nur eine, was ich wolle, und das ist, dass ich mache alle leicht und dass ich Erfolg habe und ich bin lustig und das ist, was für mich wichtig ist. Liebst du das Skispringen? Ja, natürlich. Ansonsten geht es nicht? Nein, geht es nicht. Hast du richtige Freunde? Ja, natürlich. Ich habe viele Freunde dort. Aus dem Skispringen oder außerhalb des Skispringens? Beide. Beide. Für mich ist sehr jemand jedes Mal, dass ich nach Weltcup komme, ist für mich ist like wie kommen zu einer anderen Familie oder so. Okay. Gut, Janne, wunderbar. Es macht immer wieder Spaß, mit dir zu reden, vor allen Dingen, wenn man dann überrascht wird. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, in Innsbruck bei der Tournee oder war das in Willingen? Willingen, ja, haben wir miteinander geredet. Und dann gibt es ja so ein geflügeltes Wort, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, wer mit mir redet, wird nie schlechter. Okay. Da kann ja noch was kommen bei dir. Ja. Wir werden sehen. Janne, alles Gute. Danke. Tschüss. Ja. Tschüss, danke.